Wenn ein paar ältere Leute beieinander hocken und sie fühlen da schwätzen, geht's nicht lang, hat man von früher, was anders gewesen sei, besser und minder, man weiß das und das. Und manchmal kommt ihm etwas in den Sinn, was man bereits vergessen hat. Und jetzt wisst man es gerade wieder. Die wär's gut, es tät's etwas aufschreiben. Man vergisst es denn nicht so schnell. Das ist ein walzerischer Text aus dem Vorwort für ein Buch in Walzermundart. Ich bin die Elisabeth Wurstscher, ich bin in Fontanella geboren und habe auch viele Jahre hier als Schulleiterin gearbeitet. Die Walzer kommen aus dem Kanton Wallis in der Schweiz. Sie sind am Anfang des 14. Jahrhunderts nach Vorarlberg gekommen. Es gibt ein deutliches Erkennungsmerkmal des Walserischen, das ist die Sprache, die immer noch im Klang der gesprochenen Sprache der Walliser Bevölkerung ähnelt und die sich erhalten hat über alle Jahrhunderte. Das Walserische ist ein hochalemannischer Dialekt, der neben den anderen vielen verschiedenen Dialekten in Vorarlberg eine Eigenständigkeit hat, aber das große Walsertal ist ja nicht das einzige Walsertal. Es gibt ja auch noch ein kleines und dann gibt es den ganzen Tannberg mit Lech und Zürs und Wart. Und bei jedem hört man den gleichen Grundton mit vielleicht ein paar unterschiedlichen Wörtern in seinem Dialekt. Das Walserische ist so weit vom Hochdeutschen entfernt, dass man es nicht vermischen kann. Die walserische Mundart ist so wie alle Dialekte vorrangig eine gesprochene Sprache, aber es gibt natürlich Bestrebungen, diese Sprache auch zu dokumentieren, in Audiomedien hörbar zu machen oder in der Schrift sichtbar zu machen. Wenn das für Sie interessant wäre, dann könnten Sie sich ja einmal bei einer Schreibwerkstatt anmelden, die nicht nur den walzerisch Schreibenden und Sprechenden vorbehalten ist. Die Information finden Sie im Programmheft des Walzerherbst 2016.